Gamescom 2020 offiziell abgesagt. Es ist Mittwoch, den 15.04.2020. Die Regierung hat offiziell beschlossen, dass Großveranstaltungen bis zum Ende August erstmal abgesagt werden. Heißt so gut Deutsch, auch die Gamescom wird dieses Jahr leider nichts stattfinden. Seitens den Betreibern. Köln-Messe ist noch nichts bekannt gegeben worden, allerdings war das Statement von der Bundesregierung klar. Und dementsprechend wird Gamescom dieses Jahr leider auf dem normalen Weg nicht stattfinden. Ob es vielleicht eine digitale Alternative geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, könnte aber gut sein. Man kann es nur hoffen. Ja, ich persönlich finde es doch traurig, dass die Gamescom dieses Jahr nicht stattfindet, denn gerade die Gamescom 2019 war für mich persönlich eine echt tolle Gamescom. Die ganzen Community-Members, die ich treffen konnte, und überhaupt einfach auch die Partner von Nintendo, die ich auf die Gamescom hatte, mit den ganzen Games, die ich antesten konnte und die Source, die ich antesten konnte, das war wahnsinnig toll. Und ich habe mich eigentlich schon so darauf gefreut, das Ganze dieses Jahr wieder erleben zu können. Aber wenn man sich mal die aktuelle Lage mit Corona anschaut, ist es selbstverständlich und auch wirklich meiner Meinung nach nachvollziehbar, dass sie die Gamescom absagen mussten, und es war mir eigentlich auch schon klar, wie ich das Video gemacht habe, dass die Tickets verfügbar sind vor kurzem, dass die Gamescom dieses Jahr nicht stattfinden wird. Hab also auch so davor gewarnt, dass es sehr gut sein kann, dass sie nicht stattfinden wird, einfach wegen der präsenten Lage von Corona. Und es ist ja klar, dass die das bis August nicht in den Griff bekommen werden. So richtig. Zumal in der Gamescom ja auch die Leute von aller Welt kommen und das auch irgendwann wieder ein, ich sag mal, wirklich ein Hotspot werden könnte für dieses Virus. Deshalb ja, traurig irgendwie schon, aber irgendwie war die Vorhersage auch vorhersehbar. Hashtag Vorhersage war auch vorhersehbar. Allerdings, und dazu stehe ich, Gamercouch mit meinem Namen, sollte die Gamescom dieses Jahr nicht stattfinden und auch kein Online-Event irgendwie kommen. Also, sollte das Gamescom nicht stattfinden, ist klar, aber sollte auch online seitens der Gamescom nichts kommen, zu der Zeit, wird Gamercouch stattdessen ein Programm machen. Weil es ist kein Zufall, dass die Abkürzung von Gamescom ein G und ein C ist und von Gamercouch auch ein G und ein C ist. Also Gamescom, G, C, Gamescom und Gamercouch auch G für Games, ne, Gamer und C für Couch. Das ist kein Zufall. Das heißt, Leute, die Gamescom, die auch nichts anderes machen, werden wir euch zu Zeiten von der Gamescom mit Streams und Gameplay beschallern? Das ist der Plan. Genau. Also Gamescom 2020 leider abgesagt. Allerdings hoffen wir, dass es online noch was geben wird. Sobald es aktuelle Informationen, weitere Informationen dazu gibt, halte ich es natürlich auf dem Laufenden. Sonst wünsche ich erstmal gute Besserung. Bleib sicher. Und da die Schulen auch die nächsten Wochen noch geschlossen bleiben werden, nämlich offiziell bis zum 11. Mai. Genau, bis zu meinem Geburtstag. Zumindest in Bayern ist es der 11. Mai, die Präsident Söder auch in dieser Pressekonferenz noch bekannt gegeben hat. Heißt, zählt euer Leben, schaut Netflix, aber bitte macht doch ein bisschen was. Und ja, heißt, ich werde auch jetzt die Tage wieder weiter streamen und mal abwarten, ne? Ob die Schulen für mich am 11. Mai wirklich wieder schließen. Mal mitsehen. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut. Und ciao!